Die Biogasanlage in Lempetal bei Hof Geismar ist eine von mehr als 4000 Anlagen in Deutschland. Besonders in einer Zeit, in der der Atomausstieg nahe bevorsteht und erneuerbare Energien immer mehr ins Rampenlicht rücken, könnte man meinen, Biogas ist doch eine tolle Sache. Doch nicht alle Menschen denken, dass Biogas ein Weg in die Zukunft ist. Wir haben uns auf den Weg gemacht und haben einige Leute in Witzenhausen nach ihrer Meinung gefragt. Also Biogas macht fürs Klima keinen Sinn, weil so viel Energie gebraucht wird für den Dünger. Was mir so gut gefällt, das sind die Monokulturen dazu, zu den Biogasanlagen. Ich finde Biogasanlagen da gut, wo sie dezentral sind, wo sie in der Hand der Landwirte bleiben und wo man keinen Blödsinn damit treibt. Das heißt, im großen Stil Mais anbauen oder weiß der Teufel. Und nun schauen wir uns die Biogasanlage Lempetal genauer an. Wir haben hier auf unserem Hof ungefähr 110 Milchkühe, die man hier einen Teil davon im Hintergrund sieht, und haben momentan 90 Hektar Grünland dazu und 60 Hektar Ackerland als Eigenflächen. Und dazu kommen dann noch die gepachteten Flächen. Vor ungefähr 3 Jahren haben wir uns überlegt, wie können wir den Betrieb erweitern und zukunftsfähig machen. Und da sind wir dann halt auf das Thema Biogas gekommen und haben dann angefangen, die Anlage zu planen. Und mittlerweile sind wir seit 2 Jahren mit der Anlage in Betrieb. An diesem Schaubild wird der Aufbau der Biogasanlage Lempetal veranschaulicht. Wie auf dem Schaubild zu sehen ist, werden Mais-Silage sowie Rinder- und Pferdemist in den Feststoffdosierer gegeben. Anschließend gelangt das Substrat in den Fermenter, wo der größte Teil am Biogas entsteht. Um die Ausbeute zu erhöhen, gelangt das Substrat zusätzlich in den Nachgärer, wo nochmals 10% des Biogases entstehen. Anschließend wird der anfallende Gärrest als Dünger auf dem Feld genutzt. Das entstehende Biogas gelangt über Rohrsysteme zum Blockheizkraftwerk. Der vom Biogas angetriebene Motor wird zunächst zur Stromerzeugung genutzt. Es werden 360 kW Strom pro Stunde produziert und an E.ON Mitte verkauft. In Deutschland wird das Einspeisen von regenerativ erzeugtem Strom in das Stromnetz durch das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, geregelt. Die bei der Verbrennung entstandene Wärme nutzt der Betreiber zum einen für den Eigenbedarf und verkauft sie zum anderen an das 1 Kilometer entfernte Seniorenheim. Die Kosten für den Bau der Biogasanlage Lempetal betrugen ca. 1,2 Millionen Euro. Die Biogasanlage Lempetal benötigt ein Mischungsverhältnis aus 1 Tonne Pferdemist, 3 Tonnen Rindermist und 16 Tonnen Mais am Tag. Alle 2 Stunden wird Substrat in den Feststoffdosierer gegeben und die Biogasanlage somit gefüttert. Dies muss genau protokolliert werden. Der Mais wird bei der Ernte auf dem Feld gehäckselt und in einem riesigen Fahrsilo gelagert. Dabei fahren die Traktoren immer wieder über den angelieferten frischen Mais vom Feld, um ihn zusammenzupressen. Bevor der Mais für die Biogasanlage genutzt werden kann, muss er nach der Ernte ca. 4 Wochen silieren. Die Biogasanlage Lempetal verbraucht in einem Jahr 5000 Tonnen Mais. Dies entspricht einer Anbaufläche von 100 Hektar. Hier sieht man, wie das Substrat vom Feststoffdosierer vermischt wird und anschließend über die Förderschnecken in den Fermenter gelangt. Im Fermenter entsteht anschließend der Hauptanteil an Biogas. Diesen Prozess schauen wir uns nun einmal genauer an. Im Prinzip handelt es sich bei der Biogasproduktion um denselben Prozess, der in jedem Kuhmagen zur Verdauung der organischen Substanzen stattfindet. Denn auch im Fermenter sind Mikroorganismen wie Bakterien und Archaeen dafür verantwortlich, das Substrat in das eigentliche Biogas umzusetzen. Dies geschieht strikt anaerob, also unter Luftabschluss, und ist im Wesentlichen in 4 Phasen zu gliedern, wobei die Arbeit der Bakterien aufeinander aufbaut. Im ersten Schritt wird zunächst der Mist sowie die Mais-Silage aufgespalten. Diese bestehen überwiegend aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, sogenannten Polymeren, die für den weiteren Prozess zunächst in kürzere Bruchstücke gespalten werden müssen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Hydrolyse.
Die Hydrolyse, also die Spaltung von Molekülen unter Reaktion mit Wasser, geschieht vor allem mit Hilfe von extrazellulären Enzymen, die von den hydrolytischen Bakterien produziert und freigesetzt werden. Diese Enzyme sorgen wie zum Beispiel die Alpha-Amylase dafür, ein Polymer wie Stärke in Monomere zu spalten, sodass sich Wasser anlagern kann. Während der Hydrolyse entstehen also kürzere Bruchstücke wie Einfachzucker, Fettsäuren und Aminosäuren. Anschließend folgt die Versäuerung oder auch Acidogenese genannt. Dabei nehmen hydrolytisch acidogene Bakterien die Hydrolyseprodukte auf und binden sie in ihren Stoffwechsel ein. Es entstehen kurzkettige Fettsäuren wie Essigsäure sowie Alkohol und organische Säuren. Zudem wird Wasserstoff und Kohlendioxid abgespalten. Hydrolyse und Acidogenese werden zumeist durch einen Mikroorganismus direkt hintereinander durchgeführt. Verfahrenstechnisch lassen sich diese zwei Schritte deswegen nicht trennen. Optimale Bedingungen sind geschaffen, wenn ein pH-Wert von 4,5 bis 6,3 eingestellt ist, sowie eine Temperatur von 30 Grad Celsius herrscht. Im nächsten Schritt, der Essigsäurebildung oder Acidogenese genannt, können Bakterien einige Endprodukte der Versäuerung nutzen. Kurzkettige Fettsäuren und Alkohole werden durch diese acidogenen Bakterien zu Essigsäure, Wasserstoff und CO2 umgesetzt. Da acidogene Bakterien nur bei niedrigem Wasserstoffgehalt lebensfähig sind, selbst aber Wasserstoff produzieren, sind sie auf eine Symbiose, also eine Vergesellschaftung, mit Methanbakterien angewiesen. Diese nutzen den Wasserstoff als Substrat und sorgen auf diese Weise für eine optimale Lebensumgebung, sodass die acidogenen Bakterien weiterhin Fettsäuren und Alkohole umsetzen können. Diesen Schritt bezeichnet man als Methanbildung bzw. Methanogenese. Methanogene Archaeen setzen dabei den Wasserstoff und die Essigsäure zu Methan um. Dies kann auf zwei verschiedene Art und Weisen geschehen. Beim hydrogenotrophen, dem wasserstoffverwertenden Weg, wird aus Wasserstoff und Kohlendioxid Methan und Wasserdampf gebildet. Beim acidoklastischen, dem essigsäurespaltenden Weg, wird aus Essigsäure und Wasserstoff Methan und Kohlendioxid gebildet. Diese beiden Schritte laufen optimal bei einer Temperatur von 35 bis 37 Grad Celsius ab. Zudem sollte ein pH-Wert von 6,8 bis 7,8 eingestellt sein. Nach diesen Prozessen liegt das eigentliche Biogas vor, ein Gemisch, das aus den Hauptbestandteilen Methan, Kohlendioxid und einer gewissen Restmenge anderer Stoffe besteht. Dies können zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff sein. Normalerweise würde der Abbau des Gärsubstrats und die Produktion von Biogas bei höheren Temperaturen schneller ablaufen, weshalb die Verweilzeit im Fermenter verringert werden könnte. Dies würde den Prozess jedoch sensibler gegenüber Temperaturschwankungen machen, da die Vielfalt der Organismen bei höheren Temperaturen abnimmt. Aus diesem Grund wählt man einen Temperaturbereich zwischen 30 und 44 Grad Celsius, den sogenannten mesophilen Temperaturbereich, um den Prozess stabil zu halten. Störstoffe bzw. Hemmstoffe können zum einen Zellulose oder andere bestimmte Kohlenhydrate sein, die nur sehr langsam zersetzt werden können. Zum anderen aber auch Desinfektionsmittel oder gewisse Antibiotika, die zum Beispiel in Gülle vorkommen und so zu Wachstumsbeeinträchtigungen führen könnten. Gut, wir stehen hier oben jetzt zwischen unserem Fermenter und dem Nachgeber. Das hier ist der Fermenter, der ist immer gefüllt und läuft das Substrat aus dem Fermenter läuft immer automatisch über dieses große, dicke, schwarze Rohr rüber in den Nachgärer. Im Hintergrund sieht man die gelbe Leitung, das ist die Gasleitung. Das ist das gleiche Prinzip. Die 90% des Gases, die im Fermenter, oder das Gas, was im Fermenter produziert wird, macht 90% der Gesamtmenge aus. Und dieses Gas strömt über das gelbe Rohr erst nochmal in den Nachgärer, um dort nochmal weiter in Schwefel zu werden. Und von da aus gelangt es dann über eine andere Gasleitung runter zum Motor. Besonders der im Biogas enthaltene Schwefelwasserstoff würde bei den weiteren Prozessen zu Problemen führen, weshalb das Gas zunächst durch Versetzung mit Sauerstoff entschwefelt werden muss. So, wir stehen hier bei uns im Technikraum. Das ist der Schaltschrank, der die gesamte Biogasanlage steuert. Hierüber können wir sämtliche Funktionen der Anlage regulieren, also sprich die Röhrwerke, die Temperaturen, die Zeiten von den Schnecken und so weiter. Alle angelieferten Rohstoffe müssen zuerst die Überfahrwaage passieren. Dort werden alle angelieferten Gewichte mit Foto im Computer gespeichert. Hier sieht man, wie der Landwirt die anfallende Gülle aus dem Nachgärer ansaugt und sie anschließend als Dünger auf das Feld fährt.
Landwirte, die ihren Pferde- oder Rindermist an die Biogasanlage abgeben, bekommen ihren Mist 1:1 als Gülle wieder. So, wir stehen hier vor unserem BAKW. Hier zu meiner Linken sieht man unsere Gasleitung. Die kommt oben von unseren beiden Pötten hier runter, liegt in der Erde bis hierhin. Und das hat folgenden Grund. Dadurch, dass das Gas durch die Erde fließt, wird das Gas runtergekühlt und das Kondensatwasser kann auskondensieren. Das Gas fließt dann hier über die Leitung zum Motor. Dort haben wir erst noch ein Gasanalysegerät stehen. Dieses Gerät misst für uns den Methan- und den Schwefelwert. Das sind für uns die beiden wichtigen Werte. Und anhand dieser Werte können wir halt Rückschlüsse über unsere Fütterung ziehen. Die Wärme, die bei dem Verbrennungsprozess entsteht, die verkaufen wir in Form von heißem Wasser. Das heißt, Wasser wird hier über diese Leitung zur evangelischen Altenhilfe und zu unseren Wohnhäusern geleitet. Wir haben dort eine Vorlauftemperatur von ungefähr 91 Grad und eine Rücklauftemperatur von 70 Grad. Die Wärme des Motors kann bis zu 1000 Liter Heizöl pro Tag ersetzen. Von dieser Wärme profitiert die hier zu sehende Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar. Sie kann von Frühjahr bis Herbst ihre eigene Heizung abschalten und bezieht ihre komplette Heizungswärme aus der Biogasanlage Lempetal. Im Winter liefert diese Wärme die Grundlast. Das Wasser kommt von der 1 Kilometer entfernten Biogasanlage mit einer Temperatur von ca. 85 Grad in der Altenhilfe an. Günstig für die bezogene Heizungswärme ist das ganzjährlich beheizte therapeutische Bewegungsbad, welches für Therapien und Babyschwimmen genutzt wird. Dazu werden die Wohn- und Gemeinschaftsräume zusätzlich mit Wärme versorgt. Nun haben wir uns die Biogasanlage in Lempetal etwas genauer angeschaut und möchten einige Vor- und Nachteile näher beleuchten. Biogas leistet einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs in Deutschland. 2009 lag der Anteil bei rund 2,3%. Es konnten 3,5 Millionen Menschen mit aus Biogas erzeugtem Strom versorgt werden. Biogasanlagen haben häufig einen hohen Energieeffizienzgrad. Die Biogasanlage in Lempetal beispielsweise erreicht einen Energieeffizienzgrad von rund 90%, da hier auch die Abwärme des stromerzeugenden Motors optimal genutzt wird. Des Weiteren ermöglichen Biogasanlagen vielen Landwirten die Zukunftssicherung ihres Betriebes, da sie sich so ein sicheres Standbein aufbauen können. Biogasanlagen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Im Vergleich zur Wärme- und Stromproduktion aus fossilen Energieträgern konnten 2009 ca. 11 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Zudem wird das Biogas bei Tag und Nacht produziert. Im Vergleich zu Windkraftanlagen ist die Produktion von Biogas und somit die Erzeugung von Strom wetterunabhängig. Biogas wird aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt und dient somit als Ersatz von fossilen Energieträgern. Dieser Aspekt ist als besonders positiv anzusehen, da wir in einer Zeit leben, in der unter anderem durch den steigenden Energiebedarf der Menschheit die fossilen Energieträger knapp werden. Und nun schauen wir uns die Nachteile einer Biogasanlage genauer an. Die in der Biogasanlage entstehenden Gase sind hochreaktiv. Daher kann es bei unsachgemäßem Umgang, Konstruktionsfehlern oder Materialschäden im schlimmsten Fall zur Explosion, Verpuffung oder gar Erstickung kommen. Um dies zu vermeiden, ist die Betriebssicherheit sowie ein umfangreiches Know-how von großer Bedeutung. Der Anbau der benötigten Rohstoffe, wie zum Beispiel Mais, hat durch intensive Landwirtschaft negative Umwelteinflüsse zur Folge. So können beispielsweise Monokulturen entstehen. Beim Bau einer Biogasanlage muss der Betreiber eine hohe Investitionssumme aufbringen. Zudem bedarf es einer genauen Planung und Kalkulation, bei der auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Außerdem ist das Betreiben einer Biogasanlage mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. So muss der Betreiber zum Beispiel jederzeit zur Verfügung stehen, sollte es zu Störungen kommen. In Zeiten des Klimawandels sollten wir es uns zur Aufgabe machen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, um auch unseren Nachkommen eine lebenswerte Zukunft auf unserem blauen Planeten zu ermöglichen. Aus diesem Grund denken wir, dass Biogas mit Sicherheit ein guter Weg in die Zukunft ist, aber nicht der einzige, da auch das Potenzial von Biogasanlagen begrenzt ist. Es liegt also an uns, etwas zu tun.
cold.